Es geht auf zum Wandern. Jo. Sergeant, wie ist denn du die immer? Beißt du da einfach direkt rein? Ja, du beißt. Kannst du mir das mal bitte demonstrieren? Dann machst du sie so auf ja. Und dann beißt du ab. Na, ich möchte, dass du es mir demonstrierst. Okay, gut. So. Die sogenannte Schnabelmaske. Ja, denn ich würde gern weiter essen, aber davor würde ich einen Pfeffi reinkippen. So, denn wir haben jetzt schon Pfeffi-Pause. Denn die erste Pause beginnt immer im Zug und die wird dazu genutzt, um zu saufen. Kannst du den Leuten bitte erklären, was das ist und warum ich das jetzt trinke? Das ist Bacardi mit Leckereien gemischt. Ja, ist ja auch egal. So. So, klein noch hin. Wir sind schließlich in Pirna angekommen. Genau, so. So, ich würde sagen, noch einen dritten zum Warmwerden, bevor ich in diese scheiß Salami reinbeiße. Ich denke, das war als Wegzerrung, was hier übrig ist. Als Wegzerrung? Naja, wird schon passen. Wir können ja unterwegs Leute überfallen. So. Wir kommen wieder bis auf so, ja. Wir haben heute eine 23 Kilometer ziemlich wilde Wanderung durch den Wald und alles. Also. Es geht nach Tschechien. Oh. Ja, das interessierte die Leute nicht. So. Okay. Hm? So. Okay. Sieht aus wie die Eichel des Yetis. Nachdem meine kleine Schwester sie abgebissen hat. In Notwehr! So, wir sind in Tschechien angekommen. Genießen das wundervolle Wetter. Vorhin war es sehr stürmisch. Das sind Enten, die ihr gerade hört. Ne, Gänse. Alter. Ja, ist egal. Auf jeden Fall zählt sowieso hier noch das Saufen. Das wissen wir ja alle. Also, ja. Junge, es ist 11.22 Uhr. Na klar. Ich bin echt gut dabei. So muss das sein, verdammt. Max trinkt Bacardi, ich trinke Pfeffi. Oh, das schmeckt echt geil, also ich kann es echt nur empfehlen. Mm. Macht aber statt zwei Schnapsgläsern sieben rein, so wie ich. Das schmeckt wirklich, wirklich gut. Mm. Ja. Also. Woo! Alter. Wenn du das umdrehst, hast du mehr Platz. Ja, lang darf's mal zu. Was ist denn das Wichtigste am Wandern? Dass man sich zudröhnt und dabei an einem schönen Ort ist. Und was machen dann diese ganzen Familien hier? Junge, Alter, dieses. Junge. Oh, das haben wir einmal Silvester. Alter, Junge. Gemacht. Ich werde sie dafür ans Messer liefern. Was kostet eins? 15? Junge. Nee, das reicht eigentlich völlig. Ja. Alter. Ja. Nee, ein Denkmalsound reicht, geliebter Bruder. Ja, das stimmt. Ja. Wir kommen aber wieder. Ich werde das alles mit nach Deutschland bringen. Wir werden das alles illegal einführen und da stecke ich dann beim Seib den Briefkasten. Oh, Junge! Alter, ich dachte, das wäre ein Asiate, der das gemacht hat. Derweil war es der Wind. Der hat bestimmt seine Steuern nicht bezahlt. Das Finanzamt hat das runtergerissen. Junge, oh, die ist geil. Ui. Heiler Speckarsch. Meinst du die Omi? Ich kann Dreieckschlüpper 3 Kilometer weit riechen. Hm. Darf ich mir das alles in den Darm einführen? Ich würde mich nur mit der Mafia anlegen, oder? Ja, stimmt, das recht. So, na dann lass mal los hier. So, Herr Tourist, selbstverständlich auch mit am Start, um die Natur zu fotografieren. So.
So, es muss weitergehen mit dem Suff. Der Herr Geschäftsmann gönnt sich schon mal. Gut, dann werde ich mir auch einen Schnäpsler nehmen. Ist das Schnaps oder Likör, Max? Das ist Likör. Ja. Ich dachte immer, es wäre Pfefferminz-Wichse eines tollkühnen Kobolds. Also ein Fabelwesen, das quasi Pfeffi wichst. Ich werde jetzt diese Wichse exen. Ja. So. Ja, was ist los? Die ganzen Kokosraspeln waren am Boden, Alter. Oh. Aber Kokos ist doch eine feine Sache, genauso wie Eichelkäse. Meine Eichel ist übrigens eine Kokosnuss. Und manchmal wird sie von Affen angeknabbert. Ich will echt nicht sagen, ja? Aber da ist schon einer auf. Ja? Denkst du mal an morgen? An morgen? Ich weiß doch gar nicht, was morgen ist. Warum sollte ich dann dran denken? Ja. Ja. Okay. Wir saufen uns das Hirn weg, weil wir absolut nichts Besseres zu tun haben. Der Reiseführer macht sich Sorgen und plant schon die Route um, weil wir eigentlich eine 23 Kilometer Wanderung haben. Boah, was? Ja. Sergeant, 23 Kilometer sind zu viel. Ja, nee, ist es nicht. Nee, wir müssen zum Präbischkur. Was das ist das? Das geht nicht anders. Das ist geil. Da müssen wir hin. No, nein, der will nur 25 laufen. Der weiß gar nicht, was er wirklich will. Ich will Suff, aber nichts anderes. Ein bisschen zum Brebelstor. Oh nee. Die Klamm ist zu, das heißt, wir müssen jetzt eine alternative Route einschlagen. Die Natur ist mir absolut scheißegal. Nee, das ist doch keine Natur, das ist menschgemacht. Also ich finde die Natur schön und so, aber trotzdem animiert mich nichts dazu, irgendwo Bestimmtes hinzugehen. So, mir reicht doch ein Spaziergang durch den großen Garten in Dresden. Das reicht mir völlig aus, da habe ich mein Grün und dann, das macht mich glücklich. Das Grün? So. Reiche! So, wir haben jetzt den Rest eingepackt. Wir haben jetzt ausgerechnet noch 6 Pfeffi-Pausen und ich habe noch 2 Bier. Das wird reichen. Enrico? Ja. Schmeckt's? Ja. Alter, der Pfefferknecht! Wo? Hier! Scheiße! Junge! Alter! Junge! Hilfe, Mann! Alter! Wo ist denn der? Max, ist der noch hier? Max? Wie Max? Ist der? Hier ist er noch! Der Scheiße. Mann ist arachnophob! Oh, Scheiße! Wo ist denn das Vieh? Wo ist denn das Vieh? Wo ist denn... Das ist immer noch hier! Das geht nicht weg! Warte mal! Warte mal! Junge, Alter, ist das... Junge, Spinnen machen mich geisteskrank, ich sag's euch. Alter, ist das krank. Junge, wegen so einem scheiß Weberknecht. Alter. So. Darauf brauche ich erstmal einen Schlüssel. Junge. Junge, dieses Geschrei. Alter. Junge. Junge. Also hallo, der Wald hier ist irgendwie halb tot, wie meine Seele. Natürlich, deswegen, so ein Hubkäfer und zerfickt. Ja, deswegen wird es erstmal weitergesoffen. So. So. Ich bin ein Bogenkäfer. Ich bin ein Borneo. Ich bin ein Borneo. Ein Borneo. Melkfick. Nasenaffe. Also da ich die Salami schon fast fertig verputzt habe, habe ich so viel Fett in meinem Körper, dass ich schon einen zweiten vertrage. Du musst nicht mit saufen. Er hat hier sein Bier, ich habe auch noch Bier im Kühlschrank. Ja, immer Bier und Fickficker. Ja, der gute Pfeffi, der muss noch eine Weile halten, Bre. Ach. Nee. Naja, machen wir so, ich trinke jetzt den noch. Und trink deine Portion mit. Haben wir jetzt 2 Pfeffi-Pausen auf einmal? Wir haben ein Fünftel der Wanderung abgeschlossen, aber schon drei Viertel, ein Sechstel der Wanderung, aber schon ein Dreiviertel des Pfeffi ist vernichtet. Ja, genau, deswegen bin ich heute früh aufgestanden. Den gibt's jetzt, den gibt's erst, wenn wir da sind. Ja. Entschuldigung, aber den Rest. Nee, komm, Alter, ich hab selber keinen Bock jetzt hier. Ich kann so pausieren. Alles gut, ich geb mir den jetzt rein. Optimal, optimal. Weil umso anstrengender
Je früher man halt beim Wandern besoffen ist, desto anstrengender und schlimmer wird der Tag. Ja, allerdings. Ich meine, ich weiß, Leute, ich weiß, genau das macht halt den Vlog aus. So, aber wir haben es noch weit! Ja, ich will aber echt nicht. Irgendwo im Graben landen, weil wenn ich hier irgendwo umkippe, dann werden die zwei sich bestimmt nicht um mich kümmern. Das ist korrekt! Deswegen, genau das! Will ich auch, weil ich nicht umkippe! Oh nein! Bitte! Ich will die dann noch essen, Alter. Und genau deswegen muss ich schon ein bisschen auf mich aufpassen, Leute. Das ist quasi der sogenannte Gender Survival Instinkt. So. Man hört es die ganze Zeit, wie die Bäume hier kriegen. Oh nee. Alter. Ja, pfui Deibel. Ach, geil. Nee, wenn ich hier noch ein bisschen nehme, wird mir, glaube ich, wirklich schlecht. Also mir ist jetzt schon schlecht. Ich werde hier erstmal wieder einpacken. Und dann, falls ich heute, bei irgendeiner Jägertranse im Wald, die ja Wildschwein jagen geht, übernachten muss, weil ich mich hier verlaufen habe, dann wird die Wurst mir mitten in der Nacht helfen. Ist das bitte von nahem Film? Ja. Ich habe das gerade in Max seinen Vlog schon erwähnt. Hast deswegen, du das Bluetooth am Handy aus? Ich habe das Bluetooth vom Handy aus. Aber wir sind ja hier. Hier, genau. Die Box ist von Anker für 80 Euro und ich werde sie nicht mit Farbe ansprühen. Das verspreche ich. Motion Boom. Ich sprühe nämlich nur Boxen von JBL an, weil die es einfach verdient haben. Fragt mich nicht warum, aber jetzt wird auf jeden Fall bei SoundCloud die Playlist Multitech von Max gepumpt und ja, dann werden wir hier diesen toten Wald etwas Leben einhauchen von miesen, asozialen, dreckigen. So, das hat da so ein Henkel dran. Hey. Oh nee. Na dann, auf die Natur, die immer weiter ausstirbt. Oh, Junge. Ey, ey, ey. Der Sergeant, der ist immer ganz weit vorne und der hört immer nicht auf zu laufen. Er guckt die ganze Zeit bei seiner App, wie er die Route planen kann. Weil der Mann ein Psychopath ist. Ohne den Mann würden wir hier im Wald sterben. Der Sergeant ist ein Wanderpsychopath, also ohne Witz. Ja. Na ja. Oh. Alter. Kippen einfach rum, Alter. Naja. Vielleicht soll ich genau aus dem Grund jetzt einfach weiter trinken. Dann habe ich schon keine Angst, dass mich so ein Drecksbaum erschlägt. Die Angst habe ich zwar jetzt auch nicht so wirklich. Aber je mehr ich saube, desto mehr ertrage ich dann die Schmerzen. Wenn ich überhaupt noch Schmerzen spüre, also kann ja sein, dass ich einfach tot bin. Max, mach mal den Mucki wieder an. Was für ein Spektakel. Ein Spektakel ist es heute. Soundcloud Multitech. Ja, Max muss die Musik wieder anmachen. Max? Nein! Hör auf! Hör doch mal auf! Nein! Mahlzeug! Denkst du, die ist besoffen?
Dann will ich eine Cola Zero nehmen. Ich auch bitte eine große. Ich nehme eine Weihnachtsgans. Und davor würde ich einen Energy Drink nehmen. Müsst ihr. Haben Sie hier Energy Drinks? Nee. Nee. Und ich hätte gerne das Schweineschnitzel. Schwein? Ich nehme eine Weihnachts... Eine Bratwurst. Haben Sie auch Bockwurst? Dann nehme ich eine Bockwurst, aber... Na, ich überlege gerade, hier steht halt nirgendwo Energy Drink. Das kotzt mich schon ein bisschen an. Hier gibt es keinen. Warum nicht? Also... Ich verstehe es einfach nicht. Dann nehme ich... Ach, ich habe noch... Ich sag das jetzt nur für den Vlog hier ganz heimlich. Ich habe noch Saft in meinem Rucksack. Ich werde einfach gar nichts bestellen. Dunko? Nee. Was haben wir noch? Dann nehme ich noch die Bratwurst dazu. Dann nehme ich die Bratwurst, aber wird richtig schön durch, also richtig schön geil angebraten. Nicht so halb roh. Dreimal, Bratwurst, zwei Cola Zero. Eine Bockwurst. Wissen Sie, was eine Bockwurst ist? Und den Rindergulasch. Die wissen nicht, was eine Bockwurst ist. Wissen Sie, was eine Bockwurst ist? Ich nehme Bratwurst und Gulasch. Also ist eine Bratwurst, ist wie eine Bratwurst, bloß dass sie bockig ist, so glatt von der Pelle her. Weiß die Frau, was eine Bockwurst ist? Die weiß genau, in wessen Essen sie spuckt. Ich will jetzt aber keine Bratwurst. Dann nehme ich gar nichts. Du wirst nichts von mir bekommen, wenn du jetzt nichts bestellst. Nichts. Ich will keine Bratwurst. Dann wirst du gar nichts. Ich habe eine ganze Salami in mir, scheiße aufs Essen. Zwei Bratwurst, ein Gulasch. Ja, genau. Junge, vorhin sagt die erst ja, ich sag so eine Bockwurst, sie so ja. Dann hätte ich eine verfickte Bratwurst bekommen. Ja, würdest du das nach 7 Generationen Inzest verstehen? Ich glaube nicht. Krieg ich noch was von dieser Wurst? Nimm! Ja, also der Max gibt mir die Wurst, weil die absolut widerlich und scheußlich schmeckt. Genau, deswegen ist sie genau richtig für dich. Ja. Widerwärtiges Schwein. Denn das ist das sogenannte Schmarotzerfressen. Junge, das sieht doch nicht mal aus wie Senf. Junge, das sieht alles aus wie ein riesengroßer Haufen Scheiße, den ich mir... Ja, das ist komplett krass. Deswegen, also, wenn ihr wandern geht und ihr seht Rasthütten, dann schlagt die erst zusammen, probiert das Essen, ansonsten hinterlasst dort keinen Cent. Ah, die ist übelst heiß. Genau wie deine geile Oma. Alter, ah fuck. Ja, ich muss in die Hütte. Zitiere. Ja, also ich kenne das hier auch anders, also ehrlich gesagt, wenn die volle Karte da sind so. Mir ist dieser widerliche Drecksladen hier. Sächsische Schweiz. Fleisch. So, ich werde jetzt draußen warten, weil dieser Drecksofen hier viel zu heiß ist. Das ist ein Burian! Der Sergeant sitzt dort drin. Ja, macht mal euren Ofen bitte etwas. Ach, egal. Ich gehe jetzt einfach raus und dann trinke ich auch meinen Saft, den ich mitgebracht habe. Junge, das ist einfach hier. Hä? Die Tochter ist süß. Hat gemeint, ihr wurdet rausbefördert? Ja. Also es ist gut, dass ich vorzeitig gegangen bin, ich habe wohl meinen Saft trinken konnte. Deinen Saft? Ja. Ich würde gerne springen. Ich auch. Wollen wir es nicht einfach hier beenden? Nee, da verkehrt noch ein bisschen, Alter, hast du hier hingepisst? Nee, das ist der Wind. Also wie ist so der Ignaz? Das mach ich dann weg. Ignaz! Ja. Alter, ich bin völlig kaputt. Wir werden jetzt auch wieder den Rückweg antreten. Das Handy ist völlig verranzt. Ja. Alter. Na, wenn schon was verranzt sein sollte, dann alles. Warte. Es kommt gleich. Wo bleibt denn? Oh, ich kann einfach nicht mehr, Mann. Mir geht's nicht gut. Wir bleiben hier. Nee. An diesem Ort geht's mir nicht gut, bei dieser Drecks-Theke, Restaurantkette. Scheiße. Das war ein McDonald's.
Das ist unser Harren. Heavy Pause! Was ist denn nur los? Werbung! Achso, immer wenn der Max ein Video aufnimmt. Angebotene, oh Junge! Angebotene, Angebotene. Okay, mehr Bier. Das ist das letzte Stück Sofa, naja. Da müssen wir es echt beeilen, dass wir wieder neu kriegen. Und da gibt es noch mehr Pfeffi. Wie viel haben wir noch da? Wie viel Pfeffi? So, die letzte Pfeffi-Pause, weil wir haben nur noch jetzt drei. Jetzt werde ich auch ein bisschen nervös, sobald hier eine zweite Kamera läuft. Ja, ich weiß. Wir haben gerade mies hier Hagebuttene gepumpt, aber ja, da ich der DJ so bin, kann ich ja nie die Mucke und gleichzeitig das Video machen. Ist ja nicht so schlimm. Doch, ist es. Wichtig ist, dass wir hier randalieren. Henry. Wir stören die Idylle. Na, nie wenn du vloggst und die Musik aus ist. Das stimmt. Erst durch Techno und ostdeutsche pure Asozialität wird der Frieden hier gestört. Die Zigarette, die und die drinne. Wir werden jetzt einfach rauchen. Aber da wir in Tschechien sind, ist die Gefahr groß, dass die Zigaretten voller Gift sind und wir sterben, wenn wir die rauchen. Aber immer voller Gift. Ja, aber es gibt doch Gift, das sich direkt killt. Ich rauche die genau wie der Drachenlord. Ich rauche meine so wie ein seit ungefähr 10 Jahren süchtiger Zigarettenkonsument. Was ich auch bin. Ja, der Max, der hat nicht nur Probleme zu rauchen. Ich rauche gerne Zigarren, das ist einfach ekelhaft. Ja, ich weiß noch, als wir das erste Mal so richtig miteinander gekifft haben. Die ersten drei Mal habe ich gekotzt. Ja, ja. Aber beim ersten Mal kiffen, da bist du fast gestorben. Das war geil. Es ist immer schön, über alte Zeiten zu reden, wo man das und das konsumiert hat, wo man das und das gesoffen hat.
wo man da und da sein Leben angezweifelt hat, wo man da und da sein ganzes Leben verzockt hat.